Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Heute zeigen wir euch das Samsung Jet. Das haben wir vor uns einmal liegen, packen das einmal aus. Ein Touchscreen-Telefon von Samsung, was ganz neu gerade ist. Kommen wir erstmal zum Lieferumfang. Hier haben wir die Kiste vor uns. Der Samsung Jet. CD, Software, Handbuch. Sehr cool, die Tasche von Samsung, die mitgeliefert wird hier. Braucht man keinen extra Kopf zu machen. Kopfhörer, Inner-Kopfhörer mit 3,5 mm Ausgang. Netzgerät und USB-Kabel, wie man das von Samsung kennt, mit der Schnittstelle Micro-USB, hier seht ihr es nochmal. Ansonsten ein Akku. Das ist dieser hier, ein 1080 mAh Akku. Den nehmen wir gleich ein und testen das Samsung Jet mal. Das ist das Telefon, wir bauen das einmal aus. Legen wir eine SIM-Karte rein, damit ihr auch das Internet testen könnt. Diesmal eine von Vodafone. Und Deckel drauf. Kurz zum Aufbau. Vorne ein Touchscreen mit Aufnehmen- und Ablegetaste und Samsung Cube-Taste, wie man die kennt. Noch eine Kamera hier oben. Lautsprecher an der Seite, Volumentasten, also laut- und leise Tasten. Hier unten verbirgt sich nichts, bis auf Mikrofon. Kamerataste und entsprechend die Auslösertaste. Hier die Kamerataste, das ist die Auslösertaste. Auf der Rückseite haben wir nochmal 5 Megapixel mit Doppel-LEDs, die man so schön hier sieht. Dann fahren wir das Telefon einmal hoch, indem wir hier raufdrücken. Erst auf 1000, wie wir schon bekannt gegeben haben. Hier oben nochmal USB, Micro-USB und 3,5 mm Anschluss. Dann geben wir unsere PIN mal gleich ein und zeigen euch einige Funktionalitäten. Bestätigen, recht cool. Die Tastatur gibt immer ein Feedback per Vibration zurück, dass man es betätigt hat. Das Telefon glänzt zu sehr, zu stark. Wir kalibrieren das einmal. Das ist nun das erste Mal und dann okay. Schon sehen wir unser Homescreen, Netz, was für eine ja, Verbindungsgeschwindigkeit 3,5 plus ist das dann HSDPA, Profil, dann nochmal Akku, Uhrzeit, unser Netz, was wir frei bewegen können, Tastenfeld, Kontakte, Nachrichten und Menü und natürlich, wie man es von Samsung kennt, dieser Touchwidth, was man frei belegen kann. Sprich YouTube hin und her ziehen kann oder wieder auch zurück hinlegen kann. Sehr präzise übrigens läuft der Touchscreen, merke ich gerade. Nehmen wir zum Beispiel mal Google oder auch wieder zurück. Das Telefon lädt nur noch ein bisschen. Machen wir das mal wieder zu. Ansonsten haben wir von Samsung ja, die Seiten, die wir wechseln können, hier oben sieht man das mal ganz genau, wo man sich gerade befindet. Oder wenn wir jetzt einmal nach rechts wechseln, dann sieht man, dass wir uns in der Mitte befinden. Oder nochmal nach rechts, dann befinden wir uns komplett auf der rechten Seite. Diese drei Auslandsanzeigen kann man dann frei belegen, sprich je nachdem, was ihr gerne haben möchtet, kann man dann hin und her verschieben. Wir gehen mal einmal ins Tastenfeld und gucken mal, wie die Tasten so aufgebaut sind. Also die Wähltasten sind dann so halt aufgebaut. Man kann auch recht gut mit dem Finger tippen. Zum Beispiel x-beliebige Nummer. Das geht ganz einfach. Wir legen aber auch gleich einen Kontakt an, um zu gucken, wie wir einen Kontakt anlegen oder wie es dauert oder wie es geht. Sagen wir einfach Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
und sagen dazu Option zum Telefonbuch hinzufügen, neu oder aktualisieren. Falls ihr schon einen habt, dann aktualisiert man es hierüber oder neu anlegen dann hier. Hier ein Speicherziel. Telefon ist immer sinnvoller. Gehen wir hier mal einen Namen ein, gucken wir, wie man mit der alphanumerischen Tastatur klarkommt. Also läuft super. Man kann das cool eintippen. Also längere Texte werden auch kein Problem. Jemand, der an T9 gewohnt ist, der kann super damit arbeiten und halt auch sein T9 Sprache festlegen. Das ist auch kein Problem. Wir brechen mal an dieser Stelle ab, weil das hat ja keinen Sinn, wenn wir das jetzt einstellen. Und nochmal zurück. Nochmal zurück. Als nächstes Kontakte, hier waren wir ja gerade, hier ist jetzt alles leer soweit, die würden dann aufgelistet sein. Nachrichten gehen noch mal rein. Jetzt tippt man eine Nachricht ein und gehen dafür hier in SMS-Modus. Hier einfach raufdrücken, dann sieht man hier die alphanumerische Tastatur. Oder wir schwenken einfach das Telefon 90 Grad und dann hat man die Quertastatur. Wir testen mal einmal, wie das so ungefähr ist. Also auch hier erkennt er die Wörter, die man auch ausschalten kann. Wir schalten die mal aus, indem wir einfach auf T9 klicken und geben wir nochmal unseren Namen ein. Mein Name jetzt. Leer. Also läuft recht gut, auch wenn die ganz klar hin ist und das Telefon liegt in zwei Händen, kann man seine Texte schon ganz gut eintippen. Das läuft eigentlich ganz cool. Man muss nur ein bisschen gewohnt daran sein. Aber ansonsten ist es ganz einfach, meiner Meinung nach. Und ziemlich grob. Und ja, groß ist die Tastatur auch, wie gesagt. Gehen wir hier mal zurück, habe ich das mal gezeigt. Als nächstes probieren wir mal einmal Menü. Hier haben wir dann Anrufliste, das spricht ein Protokoll wie bei Nokia. Und da haben wir dann wirklich Eingang- und Ausgangsnummern, die empfangen sind oder nicht empfangen sind, je nachdem. Google für die Suche, MP3-Player, Internet, Videoplayer, eigene Dateien, Kalender, Kamera, Fotobrowser, Fotokontakte, Alarm und Einstellung und genau dasselbe, wie ihr schon gerade gesehen habt, auf der Ausgangsanzeige kann man hin und her schwenken, wie zum Beispiel hier, dann befindet man sich in Mitte und sieht dann erweitertes Menü oder nochmal und dann sieht man noch ein erweitertes Menü. Ich kann natürlich euch nicht alle zeigen, aber versuchen das mal einigermaßen das Wichtigste zu zeigen. Als erstes natürlich der MP3-Player. Gehen auf alle Titel. Da finden wir auch schon einen Test-Track von Samsung. Klick mal rauf. Und mach mal ganz laut. Also ganz cool gezeigt, auch der Player sehr übersichtlich, kann man alles mit dem Finger bedienen. Einmal Track, Titel, Album, ein Coverbild, Kanal und sonstige Einstellungen. Wir gehen mal zurück. Als nächstes zeigen wir euch einen Kalender, wie der Kalender aufgebaut ist, wie zum Beispiel hier. Also man sieht wirklich übersichtlich einen Kalender, wo alles nochmal aufdatiert ist. Und wenn wir auf den Tag klicken, dann zeigt er dann uns detailgenau alles hier an. Videoplayer, eigene Dateien, kennt ihr wahrscheinlich von Samsung, super einfach, super übersichtlich. Gehen hier nochmal zurück. Ein weiter. Musikerkennung, Communities, Livepicks, Exchange-Server kann man hiermit synchronisieren, wenn man die Kontakte per Exchange bekommen möchte, per Windows. Server, das ist auch ganz cool. Ansonsten Wireless LAN, Weltuhr, Umrechnung. Das wäre so weit dieses hier. Wir zeigen euch einfach nochmal die Kamera und machen ein Testfoto, was wir dann auch veröffentlicht werden. Hier nehmen wir mal so ein Blackberry hier und erschießen mal ein Foto davon. Recht flüssig die Kamera, ganz cool zu sehen. Das wird für richtige Belichtung sorgen. Und jetzt schießen wir nochmal das Foto. 5 Megapixel, super scharf. Autofokus ist eingestellt. Fotos geschossen, sieht auch wirklich super toll aus. Für euch nochmal online zu sehen dann. Ansonsten war das großartig von dem Samsung-Telefon. Ist ein Allrounder Multimedia-Touchscreen-Telefon mit WLAN, GPS, 5 Megapixel und einer sehr präzisen Bedienung. Lässt keine Wünschen übrig, man kann damit super Musik hören, aufgrund damit 3,5 mm. Anschlusses.
Ansonsten muss ich sagen, von der Haptik recht cool, auch klein. Und auch das Menü ist übersichtlich, man braucht keinen Stift, also man kann sich wirklich das alles mit dem Finger bedienen. Das war soweit von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben, einfach los posten. Herzlichen Dank erstmal fürs Zuschauen.